So sitzt ihr nach einigen Stunden immer noch beisammen, habt eure Kleidung mittlerweile getrocknet, auch gebürstet. Und die Stimmung ist relativ gut. Ihr habt den Bogenschützen zugesehen, ihr habt den Messerwerfern zugesehen, Schwert und Schild, habt ihr auch die ein oder anderen Kämpfe gemacht. Und ja, das eine oder andere Bier, was geflossen ist. Immer noch sitzt ihr beieinander, die Stimmung ist gut. Was wollt ihr tun? Ja, das ist immer noch etwas. Ah, Saum. Warum musste ich auch ins Wasser fallen? Ich muss auch sagen, ich hätte meine komplette Ausrüstung vielleicht nicht mitnehmen sollen, aber immerhin war das realistisch an der Wahrheit angelehnt. Ich weiß nicht, was ihr habt, so ein kleines Bad schadet doch nie. So ein bisschen Dreckwasser. Ich, großartig war das nicht. Ich wollte es dann doch gerne vermeiden. Es war eine Mahnung des Herrn. Mahnung, dich. Die Regeln waren so formuliert, dass es darum ging, den Fluss zu überwinden, nicht wahr? Und ich bin der Regelauslegung nach über den Fluss gehen wollen. Nun, es hieß wortgetreu durchschwimmen und nicht durchhüpfen. Und am Ende bin ich ja geschwommen. In der Tat. Haltet euch an die Regeln. Das ist eine wichtige Lektion für euch. Ja, ich halte mich immer an die Regeln, die wortgetreu festgeschrieben sind. Sind die immer noch bei der Auszählung? Das kann doch nicht so lange dauern. Was geht denn da vor sich? Nun, so etwas kann schon einige Stunden dauern, wenn man auf die Teilnehmer warten möchte. Wir waren ja nicht die Letzten. Das heißt, manche werden es vielleicht nicht so flink geschafft haben wie wir. Du weißt, wir waren schon relativ gut und ihr habt ja überragende Qualitäten als unser Anführer gezeigt, Travigor. Ja, danke, danke. Ja. Ohne eure Hilfe, euer aller Hilfe natürlich, hätten wir das nicht geschafft, da bin ich mir sicher. Sagt, welche Posten habt ihr denn genau zu besetzen? Ja, wie gesagt, also ich weiß gar nicht, was für Posten es bei einer Baronie so gibt. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Es kam ja eher plötzlich, aber ich denke, so ein Geschäftsmeister oder sowas Ihr könntet ihr abgeben? meint einen Kämmerer. Ja, wenn das ist. Wenn ihr mich benötigt, werde ich selbstverständlich für euch da sein. Ansonsten werde ich euch auch gerne in politischen Fragen und Ähnlichem beraten. Und der Priodur als oberstes Gericht? Nun, nicht als oberstes Gericht, als euer Rechtsverwahrer. Genau. Eure Worte. Dies will ich euch gerne zugestehen. Ihr könnt gerne auf meine Dienste zählen und die meines Ordens. Ronga als Jagdmeister und Heerführer. Herrführer? Ich dachte, Heerführer ist meine Stelle. Ach so, ich dachte, ihr wärt eher für die Söldner zuständig. Wer Söldner führen kann, kann auch Soldaten führen. Herrführer, das kann ich mir schon vorstellen. Also. Ich habe mir schon einige Gedanken gemacht über die Namen von unseren Bannern. Also vielleicht die leichte Infanterie nennen wir dann die Marschgänse. Ein vortrefflicher Name. Dürft, zur Zeit, dass ich euch so rüde unterbreche, ihr sagtet Banner, Mehrzahl? Naja, Der das kommt Wildermark ist ein natürlich alles gefährlicher noch. Ort. Nun ja, ich weiß nicht, wie viel diese Baronie abwirft, aber ein Banner und so weiter ist eine kostspielige Angelegenheit. Schwere Infanterie, die Topfhelme. Nun aber als neuer Heerführer empfehle ich dir Truppen organisieren. Also sollten wir auch diese Söldner zurückgreifen. Also, was Söldner angeht, habe ich da ein wunderbares Angebot für dich, Travigor. Ja, natürlich. Wir sollten wahrscheinlich erstmal Söldner einsetzen als Überbrückung, bis wir ein eigenes stehendes, naja, Habe ich dir schon von meiner Söldnereinheit erzählt? Nein, ich denke noch nicht ausreichend. Die Überlebenden. Eine wirklich fantastische Söldnertruppe. Bei ihnen habe ich gelernt. Sie haben mich ausgebildet.
Und Sie sind derzeit im Horasreich, aber soweit ich weiß, laufen die Verträge bald aus. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. In Albernia haben sie Erfahrung mit Partisanenkämpfen gemacht, im Horasreich mit offenen Feldschlachten. Und was noch dazu kommt als zusätzlicher Bonus, die Überlebenden heißen so, weil sie größtenteils Überlebende aus Dapazien sind. Sie haben ein Interesse daran, hier ihre Heimat wieder zu erlangen. Sehr gut, sehr gut. Das klingt doch ganz gut. Also ich habe natürlich lieber Gesetze und reichstreue Soldaten. Aber nun, Söldner fürs Erste. Gerade wenn sie euch treu untergeben sind oder zumindest Travigor kennt. Wir sollten aber eine Wirtschaftsförderung nicht außer Acht lassen. Wir wollen dieses Gebiet doch wieder zu einer blühenden und prosperierenden Region werden aber lassen. Und das läuft nur finde ich sehr gut. Wirtschaftsförderung, über Investitionen. Das klingt gut. Aber nur noch mal, um darauf zurückzukommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel deine Baronie abwirft, Travigor, aber also die Überlebenden bräuchten natürlich einen kleinen Stützpunkt hier. Also wenn du eine Art Wehrhof oder so zur Verfügung hast, der leer steht und sie den beziehen lässt, dann bin ich mir sicher, dass sich besondere Konditionen aushandeln lassen können. Da musst du mit der Junkerin sprechen. Das werde ich machen. Aber du bist der Idee nicht abgeneigt? Höre ich daraus? Natürlich. Also gerade wenn ihr dann zumindest in der Nähe bleibt, damit ich euch um Rat bitten kann, das ein oder andere Mal. Aber dann nicht. Also, wie gesagt, ich bin ja selber nicht der Hauptmann, sondern die Hauptfrau macht das natürlich alles selbst. Aber ich stehe dir natürlich immer persönlich zur Verfügung. Als persönlicher Ansprechpartner bei den Söldnern, aber auch für andere Dienste. Das klingt doch gut. Und die Verhandlungen über den Sold und die genauen Konditionen hinsichtlich des Wehrhofs und Ähnlichem, das werde ich dann übernehmen an Travigors Stadt als sein Kämmerer. Nicht wahr? Ah, vortrefflich. Ich glaube, wir kriegen das hin. Also, wo war ich? Also Ardo, vielleicht kann man das irgendwie in Worte fassen, euren Titel, den ihr dann bekommt. Ich weiß nur nicht, wie man das dann nennen kann. Du kannst mich als Berater anheuern. Und Travigor schaut mal so in die Runde. Bauer Rogel, was schwebt euch vor? Was? Gibt es nicht so etwas wie einen Hofstallmeister oder so etwas? Oder Stallmeister? Oder ein Tierführer? Nun, so etwas ließe sich sicherlich einrichten, aber wäre Rogel dafür überhaupt der richtige Mann? Die Frage ist doch, mit welcher Art von Tieren kennt ihr euch denn aus? Reiten konntet ihr ja bisher nicht. Also wir haben ein Pferd, Gustav, es ist schon etwas älter, aber durchaus guter, aber wir dürfen nicht reiten, weil das mag die Baronin nicht. Und wir haben einige Rinder, also viele ist auch zu viel gesagt, aber wir haben einige Rinder und dann haben wir noch einige Hühner, aber die Untoten haben die Hühner etwas zimiert. Also hauptsächlich Rinder. Also wir verdienen unser Geld mit Rindern. Und Mama macht noch ein bisschen was im Gemüsegarten. Und ab und zu sammeln wir noch Holz. Und manchmal fischen wir auch. Nun, dann wäre es doch das Erste sinnvoll, euch einen Hof vor Ort zu geben. Also das kann ich mir nicht leisten. Also ich habe meine Groschen vom letzten Abenteuer, die habe ich zur Seite gelegt, weil irgendwann muss ich auch meinen eigenen Hof kaufen oder vielleicht auch mal, ne, man weiß ja nie und Notgroschen ist wichtig, aber so ein Hof ist teuer, also wer weiß, was das kostet. Ja, darüber reden wir dann später. Wichtig ist erstmal, dass ihr hier seid und dass wir die Ämter halt nicht nur an so hohe Persönlichkeiten vergeben, sondern dass das einfache Volk, das plumpe, einfache Volk auch einen Posten bekommt. Also Stallmeister wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Also wenn ihr möchtet, kann ich mich mehr mit Pferden beschäftigen. Aber also das dauert aber ein bisschen. Da kann ich euch keine sofortigen Ergebnisse versprechen. Aber ich schaue mir das an, wenn ihr möchtet. Ja, das klingt doch gut. Das
können wir so handhaben. Und ansonsten steht Ihr Pravigor für allerlei Fragen zum Ackerbau und der Viehzucht zur Verfügung. Ja, und wenn ihr mal eine gute Marmelade kochen wollt. Also ach, Freunde, ich merke, ich denke, wir kriegen das hin. Also, es ist ja gar nicht so schwer, so Baron zu sein, die Ämter zu verteilen und so weiter. Ich glaube, es ist doch nicht so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe. Weißt du, und ich habe drüber nachgedacht, an sich, ja, du hast zwar keinen zerstörten Wehrhof oder so zur Verfügung, sondern für Korbenstein. Die ist direkt im Norden deiner Baronie Einfallstor für dunkle Horden. Wenn du die meinen Söldnern zur Verfügung stellen würdest, würden sie dir sicher zu einem prosperierenden Ort wieder aufbauen. Zusammen mit den Wirtschaftsförderungen, die Midas hier vorgeschlagen hat. Ja, aber ich würde die Burg Korbenstein davor erst noch gesäubert wissen. Ja, das gehört dann natürlich dazu. Also die Söldner kriegen den Auftrag, die Burg zu säubern, bauen sie wieder auf, können sie dafür behalten und du kriegst dafür besondere Konditionen. Vielleicht könnte man, ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber vielleicht könnte man da irgendwie sowas machen wie für eine gewisse Weile, also für wir tragegefällige 4 Jahre könnt ihr dort weilen und das aufbauen und so weiter und danach wird es eine Ordensburg des Herdfeuerordens. Also 4 Jahre, da ist die Ruine noch nicht mal wieder aufgebaut. Aber darüber können wir wann anders reden. Verzeiht, Herr Baron, ich habe schlechte Nachrichten und gute Nachrichten. Fallig von Hohenhof kommt wieder zu euch. Nun ja, also die Zeit, ihr habt relativ lang gebraucht, möchte ich meinen, aber ihr habt zumindest die Rätsel wohlweislich gelöst. Ihr müsstet leider in Stechen gehen mit den anderen beiden Platzierungen, um herauszufinden, wer tatsächlich von euch dann das Hindernisrennen gewonnen hat. Es tut mir leid. Ja, mit welchen anderen beiden? Doch hoffentlich nicht mit diesen Kindern. Die Kinder nicht. Die sind zurzeit noch auf Platz 4. Die würden dann nicht nachrücken, weil ihr auch noch auf 1, 2 und 3 seid und ihr teilt euch die Plätze. Aber die Fischer und die Gruppe von Saltatio Mortis ist tatsächlich relativ flink gewesen. Ja, vortrefflich. Die Kinder haben wir rausgeschmissen. Gut, dass wir besser als diese Kinder waren. Ihr freut euch aber über sehr kleine Dinge. Diese muss man schätzen. Wie heißt denn die Gruppe der Angler? Das würde mich jetzt mal interessieren. Die heißen bestimmt irgendwie so unkreativ die Angler oder so. Angeln für den Dergel. Na, dachte ich mir. Das ist ein unsympathischer Name, in der Tat. Ja, sie hatten halt erstes überlegt, ob sie sich Alternative für Dapazien nennen, aber das haben wir dann nicht zugelassen. Wohlweislich. Ah, pfui. Naja, und dann, nun ja, wie gesagt, sie sind zurzeit noch auf Platz 1 und 2 und ihr müsstet euch dann überlegen, ob ihr, kommt bitte mit. Also diese Angler schmeißen wir raus, die sind mir auch unsympathisch, muss ich sagen, bei aller Traviergunst. Das ist wahr. Gut, kommt mit. Okay, wir gehen in ein weiteres Spiel. Frag mich bitte nicht, wie das Ganze in Zusammenhang steht mit dem Platz 1 und 2, aber ich decke jetzt die folgende Karte auf und zwar immer etwas mehr von dem Kriegsnebel und ihr müsst mir raten, was genau ich aufgedeckt habe. Je schneller ihr ratet, desto besser und tatsächlich gewinnt nur einer von euch. Ihr spielt das also gegeneinander. Gut, ich beginne mit dem ersten kleinen Flicken und ihr könnt mir gerne sagen, was es ist. Wenn nicht, ich warte mal ein bisschen und wenn ihr es nicht wisst, gibt es das nächste Teil. Ein beliebtes Spiel aus dem aventurischen Boten. Also es reicht noch nicht zu sagen, dass es eine Stadt ist, oder? Ich will wissen, welche Stadt. Okay. Kann man raten? Also natürlich. Ist man disqualifiziert, wenn Nein. man einmal die falsche Antwort gegeben Nein, hat? Nein, du kannst raten. Also sowas wie Hund, Katze, Maus geht natürlich immer. Ist natürlich an dieser Stelle nicht richtig. Stadt des Lichts? Dann, noch bevor ich den zweiten aufgedeckt habe, Stadt des Lichts ist richtig. Was? Echt? Okay. Peinlich. Okay, Karte hat ihn nie gesehen. Same. Ja, das ist war jetzt auch voll zwei. Das war der zweite. Nur,
Ich kenne nur die alte Karte von der Stadt des Lichts, aber die ist mir völlig neu. Das ging relativ fix, sehr gut. Das ist die Stadt des Lichts, das haben wir in der Travia-Schule immer studiert, also wie die anderen Orte hier aussehen, weiß ich nicht, aber die Stadt des Lichts, jeden Morgen wurde die gezeigt und da hing auch eine große Karte an der Seite, also von daher, das erkenne ich wie meine Westentasche. Bruder Travigor, sehr gut, Bruder Travigor. Ich bin überrascht, dass Pryodur dies nicht sofort erkannt hat. Ja, es wäre ein wenig peinlich, ja, aber diese Perspektive, nun ja, ich kenne sie aus einer anderen Perspektive. Selbstverständlich, selbstverständlich. Gut, das nächste Spiel, auch wieder gegeneinander. Und zwar spielen wir das bosporanische Spiel Memory. Ihr dürft jeweils abwechselnd, Ardo beginnt, zwei Steinchen verschieben. Bitte einmal komplett verschieben und dann loslassen. Und dann wird wieder zurückgeschoben. Und genau, einfach dann nach oben ziehen, hier oder sowas. Und danach müsst ihr... Okay. Raten. Und okay. Zwar sind es einmal die 12 Götter. Und ich habe aber noch zwei Plättchen darunter, die ihr nicht als Pärchen ziehen solltet. Wenn das geschieht, dann seid ihr raus. Gut, Ardo ist der Erste. Ardo hatte zwei gezogen. Haldan. Da ist das erste Plättchen. Pyrakor. Den bitte nicht noch ein weiteres Mal aufdecken. Pyrakor ist einer von denjenigen, die ihr nicht dürft. Midas. Und das zweite Plättchen, Borberat. Auch den bitte nicht aufdecken. Ihr macht's aber schwer, ey. Freiwillig. Ja, nicht. Ach, was ist das? Ja, muss noch einen zweiten aufdecken. Isinde und Raya. Und einmal wieder komplett drüber ziehen. Und nach Pryodurs Ronga. Hatten wir Fex schon? Nein. Boron war das. Ja. Aber Ronra hatten wir schon. Ich weiß. Ja. Travigor ist dran. Travigor, weißt du es? Nee. Nicht aufgepasst. Ja, ich hoffe, ich decke jetzt nicht die auf, die man nicht aufdecken sollte. Ja, scheiße, ich hab's. Nee. Na, ich mach wohl was anderes. Praios. Und Travia. Hatten wir auch schon. So muss es sein. Gut, Ardo. Ingrim. Oh Gott. Ja. Memoria, ja, okay. Völlig falsch. Alter. Ja. Rondra. Ah, vergriffen. Wie das? Ausgezeichnet. Dann geht Rondra an Midas und die beiden Plättchen können wir vernichten. Du bist dran. Ja. Fuck, was war Pyrakor? Ich nehme anderes. Ingrim, den hatten wir auch schon. Nach Midas ist Pryodur. Astravia. Ach, Wadi ist nochmal scheiße. Ja. Oh, euer Gnaden, die wollte ich. Ach, tut mir leid. Nein, Hage, nee, du bist nicht dran. Nee, bin ich nicht. Prio, du darfst noch ein weiteres Mal. Ach so, sorry. War ohnehin Borberat, also. Oh, shit. Das Effort. So, Prio, du bist durch. Jetzt darf Ronga. Du hattest eben schon einmal gezogen, das heißt, du musst den wieder aufdecken. Den Borberat aufgedeckt. Ja. Wo ist der andere Borberat? Ah, boy. Den hatte ich schon aufgedeckt. Sicher? Nee. Diesen Borberat hatte ich schon aufgedeckt. Diesen, ja, aber den zweiten noch nicht. Achso. Der versteckt sich hier doch in der Ecke. Nee, tut er nicht. Gut, dann wieder zurück. Nach Rungas Travigor dran. Ingrim wüsste ich noch. Das ist der Boron. Den Boron hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, den hatten wir noch nicht. Wir hatten einen anderen Boron. Echt? Ja. Jo. Oh, ich weiß aber nicht mehr wo. Und Raya. Dann haben wir auch beide Rayas. Schnell wieder zudecken. Nach Ardo, nach Trafigor kommt Ardo. Okay, mal schauen. War es Ingrim? Ist der? Nein, das war der Scheiße.
Halt an! Ja, ich Idiot. Oh Gott. Den anderen weiß ich aber leider nicht mehr. Ja, bist nochmal dran. Das ist... Wer ist denn das? Zar, ne? Zar, ja. Hedex auf der Schulter. Du kennst dich aus. Mit der Hedex. Wie das? Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Pyrdakor. Den zweiten Pyrdakor hatten wir noch nicht, ne? Nee. Rayodur. Raya. Piraine. Das ist Piraine, ja. Die hat man noch gar nicht. Honga. Effort. Hatten wir Effort schon? Ja, da oben? Einen hatten wir schon. Ja. Aber das war ein anderer Effort, ne? Ja, das ist der Prios, der links. Travigor. Raya. Shit. Okay, hattest du schon einen Stapel? Nee, ne? Nee. Ah, oh, scheiße, ich dachte, es wäre Effert. Sie sind wir. Gesinde und Pereine. Nach Travigor kommt Ado. Ja, Halleluja. Du hattest schon Stapel, ne? Nee, ich hatte noch keinen. Du hast noch keinen? Ich hab noch keinen. So, jetzt sind wir noch ein zweites Mal dran, ja? Ja. Nehmen wir mal dich. Ah, da ist Borberat. Wo ist der zweite? Du warst Pereine, okay. Hä? Das war nicht ich. Ich hab nicht den zweiten aufgedeckt. Ich bin auch dran. Ich bin auch dran. Ja. Aber Borberat war doch, wenn man es nimmt, hat man verloren. Borberat solltest du nicht nehmen, genau. Egal, ja, dann nehme ich den. Dann ist, ja, du nimmst den und bist raus. Hattest du schon einen Stapel? Ja, ich. Den Rondra-Stapel, ne? Nein, Rondra ist meiner. Nee, ist. Ich weiß gar nicht, irgendeinen. Ich glaube den hier oder sowas. Nee, ist von meiner. Von meiner. Ich glaube, Ingerim hattest du. Ja, Ingerim. So, wer ist noch Haldan dran? Haldan ist raus. Wie das? Ich. Warte mal. Das, wo war denn der zweite? Ist hier noch was drunter? Ja, ne? Genau, der muss weg und der muss weg. So, Midas. Fionn, den hatten wir auch noch nicht. Den hatten wir noch nicht. Der zweite Pyrdakor fehlt auch noch. Prayo, du hast dran. Ne, Bonga. Boron 1 und Boron 2. Hattest du schon einen Stapel? Nee. Du hattest noch keinen? Wir machen es spannend. Wir teilen gleichmäßig auf. Dann Ronga nochmal dran. Reine 1. Reine 2. Oh, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, hier. Euruk hat das hier eben schon aufgedeckt. Wer war der andere? Dieser hier? Ist der hier? Nee, da ist glaube ich noch was drunter. Ich glaube auch nicht. Wo war denn die beiden hast du nach oben gezogen, oder? Ja, die beiden Karten, aber ich weiß nicht, wo die eine Loskarte ist. Lassen wir sonst da. Wenn was drunter genau nicht da ist, dann dürft ihr nochmal, dann ja, war das die, also das einfach mal die Loskarten wirklich vom Feld ziehen, damit ich weiß. Ja, du hast da aufgedeckt, dann bist du nochmal dran. Ja, stimmt. So ist es. Na, dann schaue ich hier direkt nach. Nee, okay, ist tatsächlich nichts drunter. Dann löschen wir den, alles klar. Das ist Zahn und Pyrdakor Nummer 2. Sind nicht mehr eben, ne? So war es, ja. Wer war jetzt dran? Midas ist dran, oder wie? Ich. Travigor? Bin nicht dran. Achso, Travigor, ja. Das ist Effort. Hattest du schon Stapel? Ja, den Raya hatte ich schon. Den Raya und Effort-Stapel, alles klar. Nochmal dran. Aber jetzt weiß ich nichts mehr. 4 und 1. Achso, stimmt, der war auch schon. Der zweite 4 und fehlt, glaube ich, noch. Ja. Und Pyrdakor. Dann bin ich dran, oder? Ja. Du hattest den Sinde-Stapel, ne? Ja. Und die beiden Loskarten. 4 und 1, 4 und 2. Okay. 4 und wählt. Nochmal Prios und Prios. Damit, das ist jetzt, glaube ich, auch schon fast entschieden. Welche Loskarte war das? Diese hier?
Ja. Da ist Fex. Wenn du den jetzt aufmachst. Warte, welche meinst du jetzt? Meinst du die hier? Oder meinst du die hier? Ich weiß nicht, ist das drunter? Ich lasse das sonst einmal liegen. Da ich dachte, ich hätte die weggetan. Ist egal. Wenn nichts drunter ist, dann... Also hier ist Fex. Genau, bitte einmal ganz wegziehen. Ja, ich tue es hier oben hin. Und war der hier? Ja, genau. Ja, war hier. Hatte ich doch gesagt. Ja. Gut, Fex und Fex, dann löschen wir die beiden Loskarten. Wenn ich jetzt als allerletztes Pyrdakur auflege, habe ich dann trotzdem verloren? Dann bist du, dann bist du raus. Ja, dann bist du raus. Also. Kann ich auch skippen? Also sagen, okay, ich habe jetzt den letzten richtig und sagen, nee, okay. Ein Pyrdakur weißt du ja, dann musst du den auf alle Fälle schon mal nicht aufdecken. Ja, ich weiß, wo beide Pyrdakur sind. Ja, solltest du nicht aufdecken. Also. Ja, aber wenn ich jetzt das Richtige habe, dann darf ich ja nochmal und dann würde ich Pyrdakur. Nee, aufdecken, dann ist Feierabend. Achso, okay. Ach, das existiert gar nicht. Dann sind wir schon durch, oder was? Dann ist das hier auch noch leer, ja genau. Dann okay, sind hier die beiden Pyrdakurs drunter. Und dann können wir mal durchzählen. Für Boborat gebe ich einen Minuspunkt, das heißt Haldan Rogel ist bei 0. Hier ist Rondra, da sind 2 Punkte. Da sind 2 Punkte und hier ist die Nummer 1. Hier ist auch noch ein Punkt. Ja, der ein Punkt. Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wem gehörte der Stapel hier? Das war der von... Meiner. Bronga. Und dieser hier war von Kronox. Travigor. Gut. Dann das nächste Spiel. Frag mich bitte nicht, wie das in den aventurischen Kontext zu rücken ist. Steuerung F. Ihr müsst vom Rand aus das Praios-Symbol erreichen. Und könnt euch dabei nur bewegen auf den jeweiligen Pfeilrichtung. Das heißt, ihr könnt vom Rand aus ein beliebiges Feld betreten und lauft dann automatisch den Pfeilen entlang zum nächsten Feld. Das kann auch sein, dass ihr dabei wieder rausgeschoben werdet. Sprich, geht ihr auf dieses Feld hier, werdet ihr automatisch wieder zurück rausgeschoben. Ihr könnt euch auf den Losfeldern frei aufhalten und von dort aus solltet ihr sie erreichen, in jede beliebige Richtung wechseln. Diese Felder, die Core-Felder, sind Sprungfelder. Damit werdet ihr automatisch wieder zurück nach draußen katapultiert. Denn Core besiegt euch und schickt euch wieder zurück. Hesinde und Hesinde ist ein Teleportationsfeld. Das heißt, ihr könnt von dem einen Hesindefeld zum anderen Hesindefeld und von dem einen Nandusfeld zum anderen Nandusfeld. Da bleibt ihr dann noch einfach stehen. Ziel ist es, das Praios-Feld zu erreichen. Ihr spielt gegeneinander. Ihr habt, wie gesagt, beliebige Felder, von denen ihr aus einen Schritt in Richtung des Feldes gehen könnt. Und derjenige, der mir als erstes sagt, auf welches Feld er tritt, den verfolgen wir einfach mal und dann geht's weiter. Okay, dann würde ich mal anfangen. Ja. Da, ich trete auf dieses Feld. Okay, du trittst auf das hier Feld. Da, 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 zack. Wie geht's weiter? Dann gehe ich auf Nandus. Nandus, du gehst auf der anderen Seite. Teleportiere mich hier hin. Ja. Geh dann auf dieses Feld. Zack, 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 zack. Geh dann auf dieses Feld. Zack, 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 fertig. So schnell geht's. Scheiße. Aber ja. Schön, dass ihr den Weg zu Praios gefunden habt. Midas. Finde ich auch. Es ist immer wieder ein Vergnügen, dem Götterfürsten so nahe zu sein. Okay. Das nächste Spiel. Steuerung F. Und zwar müsst ihr euch jetzt verschiedene Dinge merken, die abgebildet sind. Und zwar verschiedene Tränke, Fiolen, die in einem Alchemielabor aufgestellt worden sind. Und die müsst ihr an die richtige Stelle bringen. Ich stelle mir kurz einen Timer mit, ich sage einfach mal 2 Minuten. Ja, komm, ich mache 2 Minuten, einen 2-Minuten-Timer. Und nach Ablauf dieses Timers werde ich die Dinge wieder verbergen. Und ihr müsst dann an dieser Stelle, ihr habt dann wieder 2 Minuten Zeit, diese Dinge, also diese hier, an die richtige Stelle, an dem Ort und Stelle zu bringen, mit den richtigen Zuständen.